Herzlich willkommen und moin moin zu unserem neuen Abenteuer von Spielen macht Spaß. Es ist ein regnerischer Spätsommertag in Ponty Pandy. Norman Price ist gerade unterwegs zum Supermarkt, um seine Mutter Dillis zu besuchen. Hi Mom, hab ich einen Hunger. Was gibt es heute Mittag zu essen? Hallo Norman, ich dachte wir grillen nachher. Ich habe bereits Würstchen und Fleisch besorgt. Hoffentlich bleibt es noch trocken. Es sieht schon ganz schön dunkel draußen aus. Ich muss aber noch kurz zur Post. Bitte warte hier so lange. Wir grillen dann sofort, wenn ich wieder da bin. Ja, ist gut, Mama. Wenige Minuten später steht Norman vor dem neuen Grill. Boah, hab ich einen Hunger. Jetzt noch warten, bis Mom wieder da ist. Ach, ich mach den Grill einfach schon mal an. Dann geht's gleich schneller. So, Kohle ist drin. Noch Anzünder und... Hey, was soll das denn? Jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Ach, egal. Ich stell den Grill einfach drinnen auf. Dann wird er nicht nass. Wenige Minuten später hat Norman den Grill im Supermarkt aufgebaut. So, hier ist es trocken. Perfekt. Nur noch schnell mit dem Feuerzeug anmachen. So, die Kohle brennt. Oh Mann, das qualmt aber. Oh Mann, ist das normal, dass das so qualmt? Ich glaube, ich muss den Grill doch irgendwie nach draußen bringen. Aua, der ist ja verdammt heiß. Ich kann den gar nicht mehr anfassen. In diesem Moment kommt Dillis zurück von der Post. Oh nein, was ist das denn für ein Qualm überall? Norman, Norman! Mom, irgendwie raucht der Grill heute so stark. Ist das normal? Norman, du hast den Grill angemacht? Hier drin? Oh nein! Schnell raus hier! Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen! Hilfe! Hilfe! Norman und seine Mutter Dillis kommen gerade aus dem Supermarkt gerannt, als Mike Flood mit seinem Lieferwagen vorbeifährt. Mike, hast du ein Funkgerät dabei? Wir müssen sofort Sam rufen! Hallo Dillis, hallo Norman! Keine Sorge, ich rufe sofort die Feuerwehr! Hallo? Hallo? Hier ist Mike. Der Supermarkt brennt. Wir brauchen sofort Hilfe. Männer und Frauen, sofort zu den Fahrzeugen. Wenige Minuten später trifft Jupiter mit Sam und Elvis am Supermarkt ein. Hi Dillis, was ist passiert? Der Grill hat im Supermarkt Feuer gefangen. Im Supermarkt? Oh Mann, wirklich eine starke Rauchentwicklung. Elvis, alles vorbereiten. Ich gehe mit dem Atemschutzgerät rein. Hoffentlich sind die Flammen noch nicht auf den Supermarkt übergesprungen. Ich nehme den Feuerlöscher mit. Wenige Minuten später hat Sam seine Atemschutzausrüstung angelegt und ist bereit, den Supermarkt zu betreten. Verdammt viel Rauch. Man kann kaum etwas erkennen. Da vorne, da sehe ich was. Das muss der Grill sein. Ein paar Stöße mit dem Feuerlöscher sollten genügen. Geschafft, der Grill ist aus. Vielen Dank, Sam. Du hast den Grill gelöscht. Kein Problem, Dillis. Aber nun zu dir, Norman. Wie kommst du darauf, den Grill im Supermarkt anzuzünden? Es hat doch geregnet und ich hatte so einen Hunger. War wohl keine gute Idee von mir. Tut mir leid, Sam. Ein Grill darf man nur im Freien anzünden. Der entstehende Rauch ist sehr gefährlich. Gerade in geschlossenen Räumen. Mach sowas bitte nie wieder, Norman. In Ordnung, Sam. War eine doofe Idee. Sorry nochmal. Aber Hunger habe ich immer noch. Das Fleisch dürfte inzwischen verkohlt sein, Norman. Komm, wir gehen nach Hause. Ich glaube, wir haben noch eine Pizza im Gefrierschrank. Oh ja, Pizza ist auch gut. Es ist ein stürmischer Herbsttag in Ponty Pandy. Norman ist gerade auf dem Weg zur Schule, als ein heftiges Gewitter aufzieht. Der kräftige Wind lässt selbst starke Bäume im Wind hin und her schaukeln. Boah, ist das ein Wetter! Dieser Wind! Ich glaube, ich gehe lieber schnell rein in die Schule, bevor ich hier noch wegfliege.
Guten Morgen, Frau Müller. Ja, guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, liebe Kinder. Schön, dass ihr es heute sicher zur Schule geschafft habt, bei dem Wetter. Naja, habt ihr eure Hausaufgaben erledigt? Hausaufgaben? In diesem Moment bringt eine heftige Sturmböe den großen Baum vor der Schule gefährlich ins Wanken. Oh nein, was war denn das? Kinder, seht mal, der Baum, er scheint direkt vor die Eingangstür gefallen zu sein. Hier kommen wir nicht mehr raus. Der Ausgang ist versperrt. Ein dicker Baum ist direkt vor der Schule umgestürzt und blockiert die Eingangstür der Schule. Wir müssen irgendwie Hilfe holen. Hilfe! 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 In diesem Moment kommt Mike Flood mit seinem Transporter an der Schule vorbei. Oh nein! Der große Baum ist umgestürzt und versperrt die Tür der Schule. Ich muss versuchen, den Baum irgendwie zur Seite zu ziehen. Nein, keine Chance. Er ist viel zu schwer. Wir brauchen hier Hilfe von Feuerwehrmann Sam. Gut, dass ich mein Handy dabei habe. Hallo? Hier ist Mike. Wir brauchen dringend Hilfe bei der Schule. Ein Baum blockiert den Ausgang der Schule. Sam? Cridlington? Es gibt einen Notfall bei der Schule. Rücken wir sofort mit Jupiter aus. Wenige Minuten später treffen Sam und Elvis mit Jupiter bei der Schule ein. Hallo Mike, da sind wir. Hallo Sam, hallo Elvis, gut, dass ihr so schnell da seid. Verflixter Funkenflug, wirklich ein ganz schön großer Baum. Elvis, zunächst brauchen wir unsere Helme. Bei dem Sturm können umherfliegende Äste wirklich gefährlich sein. Elvis, wir probieren es zunächst mit der Rettungsschere. In Ordnung, Sam. Damit sollten wir den Baum klein kriegen. Nein, so wird das leider nichts. Der Baum ist einfach zu dick. Dann sollten wir die Winde von Jupiter nutzen. Mit Hilfe der Winde können wir den großen Baumstamm von der Tür vielleicht wegziehen. Okay, Sam, das Seil ist befestigt. Sam, du kannst jetzt langsam Gas geben. In Ordnung, Elvis. Langsam bewegt sich der dicke Baumstamm. Ja, es klappt. Die Tür ist frei. Okay, Sam, das reicht. Die Tür ist frei. Oh, endlich frei. Danke. Kein Problem, Norman. Dafür ist die Feuerwehr ja da. Wenige Augenblicke später haben sich alle vor der Schule versammelt, um sich den großen Baum noch einmal aus der Nähe anzugucken. Der Baum scheint schon morsch gewesen zu sein. Aber gut, dass keiner verletzt wurde. Oh, ist das ein Wetter! Dieser Wind! Und wieder geht ein spannendes Abenteuer mit Ponty Pandy zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Oder lasst sogar ein Abo da, denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort
mehrmals im Monat tolle Preise verlosen.